Ja, hallo ihr Nudeln. Alles klar bei... Ist das schlimm? Wie kann dieser Mensch nur so sprechen mit dieser Stimme? Oh. Also, hallo und herzlich willkommen bei einem vollkommen neuen Format, was noch niemand zuvor gemacht hat. Nämlich, wir werden ganz viele Meerschweinchen-Fakten vortragen. Ja, die haben wir recherchiert. Ja, die haben wir nachgeguckt. Und heute hier bei mir ist mein Lebenspartner und bester Freund Mö. Hallo! Das ist ein Fakt, oder? Was? Dass du Mö bist? Das ist Fakt, ja. Ja, yeah, ich hab's gewusst. Okay, fangen wir auch schon mal mit dem ersten Fakt an. Und zwar, das älteste Meerschweinchen der Welt namens Snowball steht im Guinness Buch der Rekorde und wurde 14 Jahre und 10,5 Monate alt. Das ist ja ganz schön alt. Könnte aber genauso gut im Guinea-Pig-Buch der Rekorde stehen. Verstehst du? Ja, Mö, der war fast witzig. Das gesunde Gewicht eines Meerschweinchens liegt zwischen 700 und 1200 Gramm. Ja, da würde ich sagen, hast du ja noch mal ganz knapp die Kurve bekommen. Ja, ich achte halt auf meine Linie. Könntest du ja auch mal machen. Willst du damit etwa sagen, dass ich fett bin, oder was? Naja, also du könntest immerhin ein bisschen dünner sein. Darüber diskutieren wir noch später, Mö. Darüber diskutieren wir später noch. Meerschweinchen essen Tag und Nacht. Ja, kannst du mal sehen, woher das kommt, hä? Mö? Ja? Ganz dünnes Eis, Mö. Ganz dünnes Eis. Was? Es gibt Eis? Lecker! Alle Meerschweinchen haben 5 verschiedene Arten von Haaren, aus denen sich ihr Fell ergibt. Ja, das ist ja eine haarige Sache. Hä? Meerschweinchen haben Angst, alleine zu sein. Sie sollten immer mit anderen Kameraden gehalten werden. Sehe ich auch so. Ihr seid doch alle da, oder? Also, ich weiß ja, dass man uns mit anderen zusammentun sollte, aber musste es ausgerechnet Mö sein? Der wissenschaftliche Name eines Meerschweinchen ist Cavia porcellus, auch bekannt unter dem Kurznamen Cavi. Das hört sich an wie Porzellan. Ja, jetzt macht das alles wieder Sinn. Aber die Nummer mit dem Kaviar verstehe ich immer noch nicht. Genau, Fischeier schmecken doch nicht. Wer kam auf diesen blöden Namen? Wenn Meerschweinchen spüren, dass ihr Besitzer in der Nähe ist, quieken sie, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Das halte ich aber für ein Gerücht. Bananasplit hat schon immer angeschrien. Das macht irgendwie keinen Sinn. Der gibt uns doch eh nichts zu essen. Zumindest nicht genug. Meerschweinchen neigen dazu, in den Sommermonaten trächtig zu sein. Das heißt also, im Frühling geht's ordentlich ab, wenn ihr versteht, was ich meine. Meerschweinchen fressen ihren morgendlichen Frühkot, da sie kein eigenes Vitamin C aufbauen. Aber wie kommt denn das Vitamin C dann in den Kot rein? Das weiß ich auch nicht. Das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Außerdem bin ich mir ziemlich sicher, dass ich meine eigene Kacke nicht esse. Das ist ja bäh. Meerschweinchen sind schwanzlose Nagetiere. Tja, Mö, was soll ich dazu noch sagen? Was willst du denn damit sagen? Nix. Vergiss es, ist alles okay. Nichts Besonderes. So, wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne noch mehr Fakten sehen wollt, dann hinterlasst dem Video doch gerne mal einen Daumen rauf. Oder halt eine Pfote in unserem Fall. Ja, witzig. Das war ja mal wieder lehrreich. Dann schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Bis dann. Bye, bye. Ihr Möffelstücke.